Hallo und herzlich willkommen auf startroaming.de zu meinem wöchentlichen Twitch-Stream. Wie man am Titel schon lesen kann, geht es heute um Ghost Notes. Und das, was ich jetzt hier am Anfang gemacht habe, ist so eine typische Übung, die ich auch zum Aufwärmen mache, aber einfach auch als Kreativitätsübung. Und das, was ich am Anfang gemacht habe, ist so eine Basisübung. Im Prinzip, man kann es das als Sechzehntel betrachten, als Triolen, Sextolen, was auch immer. Und eigentlich ist es nichts anderes als das hier. Abwechselnd, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Als Sechzehntel gezählt, kommt man am einfachsten mit zurecht. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Wenn man Sechzehntel auf der Hi-Hat spielt, muss man nur die linke Hand runternehmen. Und wenn man die richtige Technik zuverwendet, also down, tap, up, tap, down, tap, up, tap, down, tap, up, tap, down, tap, up, tap. Und zwar unabhängig davon, ob ich da Müller-Technik verwende oder Molar-Technik oder das Ausschlage. Die linke Hand spielt immer leise Schläge. Nehme ich die dann runter auf die Snare, habe ich Ghost Notes. Kann es am Rand spielen oder in der Mitte. Am Rand klingt es immer etwas leiser. Und damit fange ich an. 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 4. Da kann ich Bassdrumschläge und Snare-Schläge hinzunehmen. Bassdrum auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4. Und dann anfangen, die Bassdrum zu variieren. Der kommt noch, der Rosanna Shuffle kommt noch, das machen wir zum Schluss. D4 und D, jetzt habe ich in die Unterteilungsebene gewechselt, jetzt sind wir in Ternäre Zählweise 1 und D2 und D3 und D4 und D1, 2, D3, D4. Das heißt, ich spiele jetzt eigentlich 6 Tolen. Kann ich dann auch machen, denn das ist ja neutral, das heißt, da kann ich zählen 1 in D2 und D3 und D4 und D1 und D2 und D3 und D4 und D, oder ich kann zählen 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und D2 und D3 und D4 und D. Eine sehr schöne Übung, um so mal unterschiedliche Unterteilungsebenen zu üben. Sechstolen, Sechzehntel. Könnt ihr auch 32stel nehmen, wenn man will. Und damit spiele ich dann so ein bisschen herum. Normalerweise mache ich das natürlich nicht ganz so langsam. Das ist nur zum Demonstrieren gewesen. Denn normalerweise gehe ich her und mache das so. Binär. Ja, das kann man also auch in unterschiedlichen Tempi machen. Langsam anfangen ist natürlich am Anfang einfacher, das ist ja klar. Deswegen habe ich es auch zuerst so gezeigt. Im Endeffekt habe ich da immer dann die Ghost Notes als Unterteilungsebene und als Raster und da kann ich dann ja beliebig Akzente setzen. Als nächstes vielleicht mal ein paar Basissachen dann zum Thema Ghost Notes erklärt. Im Endeffekt sind das ja nur leise Zwischenschläge,
die meistens auf den Zellzeiten E und D gespielt werden, wenn es binär ist, oder eben bei den ternären Zellzeiten zwischen den Achtelnoten, wenn man Achteltriolen spielt. Das kann ganz einfach anfangen mit einer oder zwei Noten. Nehmen wir mal zwei Ghost Notes, und zwar gehen wir daher und verwenden die Zählzeiten 4D und 2D. Und da kann man das immer so machen. Das ist auch eine Basisübung. Zunächst mal eine Ghost Note. D1. Ja, das kann man üben. D1 und 2 und D3 und 4. Und D1 und 2 und D3 und 4 und D1. Ja? Fuß. D1 und 2 und D3 und 4 und D1 und 2 und D3 und 4 und D1 und 2 und D3 und 4. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass man die Ghost Note so leise wie möglich spielt. Und hier ist die Ghost Note immer eine Verzierung für die Bassdrum. Da pum. Da pum. Da, boom, da. Im Endeffekt ist es auch immer auch der Upstroke hin zum Akzent. Up, down, up, down, up, down. Muss ich jetzt hier nicht zwingend so sehen, weil ich habe da ja sehr viel Zeit bis zum Snare-Akzent, aber eigentlich kann man das so schon so machen. Das ist dann sehr fließend. Und wenn man das hat, kann man das natürlich dann auch schneller spielen. Das ist ein ganz einfacher Groove. Da kann man natürlich auch noch andere Bassdrum-Varianten dazu spielen. Boom, da, boom, boom, da. Boom, da. Habe ich das auf 2 und 3 gelegt, also da, der hier, boom, da, boom, boom, da, da haben wir eine Ghost Note zwischen den zwei Bassdrumschlägen, 2 und 3, boom, da, boom, boom, da, boom, da. Und das ist dann schon etwas subtiler. Man hört das ja nicht mehr ganz so, weil die Bassdrumschläge das zudecken. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und da kann man jetzt natürlich jeden beliebigen Bassdrum-Groove nehmen. Zum Beispiel auch. Ja. Und da diese Ghost Notes verwenden, diese zwei. Andere Klassiker zum Beispiel ist 2D und 3E. 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und die 3 und 4 und 1 und 2 und und 4 und boom, da, boom, boom, da. Bassdrum auf 3 und 3 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4, 1 und 2 und 3 und 4, 1 und 2 und 3 und 4 und die 1. Ja? Also schönen Abend, bis nächste Woche, gleiche Zeit, gleiche Stelle. Und nicht vergessen, start drumming!